Die digitale Datenkette oder Digital Data Chain wird für viele Zulieferer der Chemie- und Prozessindustrie aktuell ein drängendes Thema. Denn die im Digital Data Chain Konsortium organisierten Anlagenbetreiber beginnen 2023 eine Digital Data Chain konforme Dokumentation als technisches Musskriterium einzufordern. Diese Anforderung wird von Lieferanten auch an Sublieferanten weitergegeben werden. Und so stehen auf einmal viele Anlagen, Maschinenbauer und Komponentenhersteller vor der Frage, was ist die digitale Datenkette und was genau fordert sie eigentlich? Die digitale Datenkette wurde vom Digital Data Chain Konsortium ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Industrie 4.0 durch einen standardisierten Informationsaustausch zwischen Anlagebetreibern, Service Providern und Herstellern von Maschinen und Komponenten schnell und effizient umzusetzen. Die dafür benötigten Standards und Technologien wurden vom Digital Data Chain Konsortium gemeinsam erarbeitet. Denn die aktuelle Situation der Anlagenbetreiber ist alles andere als standardisiert. Jede Anlage besteht aus Teilanlagen, die wiederum aus vielen Maschinen und Teilkomponenten bestehen. Die einzelnen Maschinen und Komponenten stammen von einer Vielzahl an Zulieferern und deren Sublieferanten. Ein wichtiger Bestandteil der Zulieferteile sind die zugehörigen Dokumente, Wartungsanleitungen, Datenblätter, Zertifikate und vieles mehr. Diese Menge an Dokumenten zu verwalten ist eine große Herausforderung. Denn da die Dokumente von unterschiedlichen Zulieferern stammen, liegen sie in unterschiedlichen Formaten vor, werden auf unterschiedlichen Wegen, teils digital, teilweise in Papierform geliefert und eine Zuordnung zu den Teilen ist schwierig. Das macht das Auffinden benötigter Informationen im Lebenszyklus der Anlage zeitaufwendig und manchmal unmöglich. Das kann zu vielen Problemen führen. Verzögerungen beim Aufbau der Anlage, etwa durch nicht auffindbare Dokumente? Verzögerungen bei der Reparatur von Anlagen durch fehlende oder nicht auffindbare Ersatzteillisten? Rechtliche Probleme durch die Nichtauffindbarkeit von vorzulegenden Prüfzertifikaten? Sowie Probleme mit unterschiedlichen Formaten, die teilweise nur mit bestimmter Software und nicht auf jedem Endgerät zu öffnen sind. Was alle Probleme aber gemeinsam haben? Durch fehlende oder schwer auffindbare Informationen können Arbeitsabläufe nicht richtig stattfinden. Das kostet Zeit und führt zu Verzögerungen in Arbeitsprozessen. Das Konzept der digitalen Datenkette versucht, all diese Probleme zu lösen. Denn durch Einhaltung der digitalen Datenkette soll sichergestellt werden, dass Informationen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im richtigen Format und auf jedem Endgerät verfügbar sind. Damit das gelingt, müssen drei wesentliche Anforderungen erfüllt werden. Eine eindeutige Identifikation von Komponenten und Maschinen gemäß IEC 61406, die einheitliche Bereitstellung der Dokumente als Container gemäß VDI 2770 sowie die Bereitstellung und der Zugriff auf Informationen über eine Information Exchange Plattform oder kurz IEP. Diese drei Elemente wollen wir uns einmal genauer anschauen. Um Objekte wie Komponenten, Teilanlagen und Maschinen global eindeutig identifizieren zu können, sollen all diese Objekte mit einer sogenannten Auto-ID gemäß IEC 61406 ausgestattet werden. An jedem serialisierten Produkt soll eine solche ID in Form eines QR-Codes oder NFC-Tags beispielsweise am Typenschild angebracht werden. Um eine einheitliche Dokumentation sicherzustellen, fordert die digitale Datenkette die Bereitstellung der Dokumentation als VDI 2770-Container. Die Anforderungen der VDI 2770 lassen sich wie folgt herunterbrechen. Es gibt Anforderungen an das Format, die Struktur und die Klassifikation der Dokumentation. So wird unter anderem als Dateiformat PDF-A gefordert. Damit wird sichergestellt, dass die Informationen auch in vielen Jahren noch auf verschiedenen Endgeräten aufgerufen werden können. Die Dokumente werden in einer verschachtelten Verzeichnisstruktur verpackt. Dabei muss die Verzeichnisstruktur der Produktstruktur entsprechen. Ein solcher Container muss für jedes einzelne serialisierte Produkt erzeugt und diesem zugewiesen werden. Auf diese Weise wird der Zugriff auf instanzspezifische Informationen sichergestellt. Da es für jedes Produkt viele Dokumente geben kann, fordert die VDI 2770 zudem die Klassifikation mit sogenannten Metadaten. Damit wird der Zugriff auf passende Informationen weiter erleichtert und die Dokumente können zudem maschinenlesbar abgelegt werden.
Die dritte Anforderung der digitalen Datenkette ist der Zugang zu den Informationen über eine cloudbasierte Informationsaustauschplattform oder IEP. Darüber können Hersteller, Dienstleister und Anlagenbetreiber problemlos auf alle notwendigen Dateninformationen zugreifen und diese teilen. Da die Informationen, die zur Erstellung eines digitalen Zwillings benötigt werden, bereits im VDI 2770-Container stecken, ist es möglich, einen digitalen Zwilling automatisiert aus dem Erstellungsprozess des VDI 2770-Containers heraus zu erstellen. Dieser digitale Zwilling mit der zugehörigen VDI 2770-konformen Dokumentation kann direkt mit dem Kunden oder Anlagenbetreiber geteilt werden. Wenn diese drei Anforderungen erfüllt sind, ist die digitale Datenkette vollständig umgesetzt. Das macht den Zugriff auf Informationen im Lebenszyklus der Maschine viel einfacher. Benötigt beispielsweise ein Servicetechniker Informationen zur Wartung einer Anlage, muss er lediglich den QR-Code scannen. Über die IEP kann er so direkt auf die VDI 2770-Pakete zugreifen, die dieser konkreten Anlage zugeordnet sind. Sie benötigen Unterstützung bei der Erstellung? Mit der Software PlusMeta ist die automatisierte Erstellung einer Digital Data Chain-konformen Dokumentation im Handumdrehen erledigt. PlusMeta, Ad Intelligence.